Hi, es gibt News. Nicht so gute News, aber muss trotzdem gesagt werden. Und ist auch für mich jetzt nicht so super schlimm, auch wenn es schlimm klingt. Aber fangen wir an. Ich habe mein letztes Therapiegespräch jetzt erstmal vorläufig gehabt. Also das Gespräch, wo alles geklärt wird, wo alle Termine festgelegt werden und wo ich sozusagen davor, der nächste Schritt, den ich jetzt machen muss, ist einfach nur noch durch diese ganzen Behandlungen durchzugehen und dann folgt sozusagen das nächste Therapiegespräch. Aber das letzte ist auch mehr oder weniger das Gruseligste, denn der erweiterte histologische Befund ist jetzt angekommen und das bedeutet, dass sie jetzt sozusagen die Klassifizierung von diesem Tumor haben. Verzeiht mir übrigens noch meine Worte, es ist alles noch ein wenig in der Mache, aber ist schon fast fertig. Hier sieht es so ein bisschen schlimm aus, aber es ist auf dem Weg der Besserung. Nun ja, auf jeden Fall, das ist wohl so, dass das Medulloblastom, was mir danach gewachsen ist, aggressiver ist als das erste. Also wusste ich selber nicht, aber das erste war wohl so ein normales Medulloblastom, was auch schon schlimm ist, aber das, was ich jetzt bekommen habe, ist wohl richtig scheiße. Auch wenn es sehr klein war, deutet das darauf hin, wenn, also ich weiß nicht, ob das bei anderen Krebsarten genauso ist, aber dass, wenn das einmal nachwächst, dann deutet das wohl ziemlich sicher darauf hin, dass es immer wieder nachwächst. Und das wird am Ende das sein, woran ich sterbe. Und ich finde, das ist komisch, sowas zu wissen. Also ich meine, es kann immer auch sein, dass ich vom Bus überfahren werde oder so, ne? Oder irgendwas anderes passiert. Aber grundsätzlich, wenn nichts anderes passiert, dann ist es das Medulloblastom. Und zwar also eigentlich nicht das Medulloblastom, sondern eher die ganzen Strapazen der Behandlung, weil man kann eine Wirbelsäule nur bestimmt oft bestrahlen, man kann nur bestimmt oft Chemotherapie bekommen. Und dann gibt es halt immer stärkere Nebenerscheinungen und irgendwann überlebt man das nicht. Das hatte mir ein Arzt schon mal erklärt zu meiner ersten Krebstherapie. Aber dass es jetzt so brisant ist, bin ich ehrlich gesagt nicht von ausgegangen. Deswegen war auch ein Tag meine kleine Welt ein wenig kaputt. Aber ich habe mich wieder gefangen, alles gut. Der Arzt kam auch, als der in das Patientenzimmer reinkam, der war schon selber irgendwie so ein bisschen durcheinander und ist ihm, glaube ich, nicht so einfach gefallen, da die richtigen Worte zu finden, aber er wollte mir, glaube ich, einfach nur sagen, dass ich jetzt auf nicht mehr so viel verzichten sollte und dass ich damit rechnen muss, dass ich in den nächsten 3 Jahren sterbe. Aber es ist alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Das ist ein rein statistischer Wert. Rein statistischer Wert. Und es gibt nicht so viel, was man dagegen machen kann. Also das Einzige, was man halt machen kann, ist sich gesund zu ernähren, viel Sport zu machen und versuchen, weil viel, was jetzt kommt, ist halt Kopfsache und zu versuchen, irgendwie mit dem Kopf klar zu bleiben, viel lesen und so Motivationszeug und jeden Tag gut drauf sein und dann so wenig wie möglich halt drüber nachdenken. Aber halt Sport ist auch ein extrem wichtiges Thema, aber summa summarum macht das alles auch nicht so viel aus. Es ist jetzt viel durchhalten und hoffen. Aber, ja, wie sage ich das? Ich fange jetzt gerade schon so an, da sozusagen so meinen Ausweg dran festzumachen, dass wenn ich diese Punkte berücksichtige, dass ich mich gesund ernähre, viel Sport mache und meinen Kopf irgendwie klar kriege und die ganze Zeit beschäftigt bin, dass es dadurch weggeht, aber
Das wird's nicht. Und also in meinem Kopf, in meinem Mindset sozusagen, wird es das, aber wie der Arzt mir das erklärt hat, ist das alles sehr schwer. Und er wird sein Möglichstes tun und ich soll mein Möglichstes tun. Ja. Tut mir leid, das ist wahrscheinlich alles noch so ein bisschen durcheinander, aber ich bin irgendwie mit meinem Gedanken noch nicht so hundertprozentig klar. Ich dachte nur, das ist wichtig, dass ich euch das jetzt auch erzähle. Ja, auf jeden Fall, ich. Meine Chemotherapie und Strahlentherapie geht am Montag los. Es sind 20 Anwendungen. Ich werde nicht daran sterben. Ich werde nicht an dem Scheißkrebs irgendwie sterben. Es werden keine Metastasen irgendwo aufkommen. Ich werde so motiviert sein, wie es nur irgendwie geht. Ich werde so viel Sport machen und nur noch gesund essen, wie es geht. Und dann stehen wir das durch. Und scheißegal, auch wenn es nochmal kommt, dann stehen wir das auch durch. Gibt ja keine andere Möglichkeit, oder? Vielleicht, und ich möchte nicht irgendwie danach betteln oder so, das soll nicht so klingen, tut ihr mir noch einen Gefallen und versucht mal, weil ich versuche das auch die ganze Zeit, die Videos irgendwie so ein bisschen zu teilen, dass wir auf dem Kanal noch so ein bisschen Zulauf irgendwie bekommen. Also, dass man das irgendwie mal bei WhatsApp irgendwem schickt, also nur Videos, die einem gefallen, oder dass man das mal bei Facebook teilt oder was weiß ich. Auf jeden Fall stagniert das alles gerade wieder so ein bisschen und ich glaube, das braucht nur mal so einen Ruck mit dem Kanal, damit es dann zumindest ein bisschen besser läuft. Also, damit würdet ihr mir auf jeden Fall schon mal einen großen Gefallen tun. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber ich dachte, ich sag das mal.